Evar, schon einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu einer weiteren interessanten, informativen Sendung. Wir möchten euch heute auch wieder begleiten bei eurem Fernsehabend. Und vor allem haben wir auch eine Gästin eingeladen, mit der wir über Themen sprechen werden, die euch vor allem auch bewegen. Wir möchten natürlich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, auf die aktuelle Situation in Kurdistan bezogen, auf die Angriffe des türkischen Staates, die dauerhaft stattfinden. Es gibt immer wieder Drohnenangriffe auf die Region Rojava und auch Schengal, aber auch der politische Feldzug gegenüber der HDP und auch andere politische Absichten, vor allem auch die Zusammenarbeit der internationalen Staatengemeinschaft mit der Türkei, nehmen extrem zu. Und die Absichten der Türkei sind offensichtlicher denn je. Aber wir werden auch im Laufe der Sendung noch mal darauf zurückkommen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass jetzt nun bei uns zugeschaltet ist unsere Studiogästin Dr. Dilla Derek. Sie selber ist politische Soziologin. Sie ist an der Universität in Oxford. Man kennt sie auch als Aktivistin, als Frauenaktivistin in der kurdischen Frauenbewegung. In Deutschland vor allem auch. Sie hat viele Publikationen, Verschriftlichungen zum Beispiel im Kurdistan Report, aber nicht nur, sondern auch in vielen anderen englisch- und deutschsprachigen Medien bezüglich der Freiheitsbewegung Kurdistans, der Kampf der Kurdinnen und Kurden um Frieden und Freiheit. Aber wir werden nun auch einiges von ihr hören. Deswegen ganz herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Schön, dass du heute dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Ehre, als Gast hier dabei zu sein. Dieser Kanal ist wirklich für viele Menschen eine Quelle der Hoffnung und der Kraft. Und ich wünsche allen Mitarbeiterinnen von Jeddah TV viel Erfolg. Dankeschön. Sehr, vielen Dank. Ja, ich habe dich ganz kurz vorgestellt. Das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was du machst, was deine Aktivitäten ausmachen. Ja, vielleicht möchtest du das noch ein bisschen ergänzen, was so dein Schwerpunkt ist. Ja, sehr gerne. Also ich forsche schon seit mittlerweile 10 Jahren zur kurdischen Frauenbewegung, aber das habe ich auch mit dem politischen Aktivismus, den ich seit meiner Jugend dank der kurdischen Frauenbewegung auch machen durfte, verbunden. Ich hatte meine Masterarbeit zuvor zu Frauen in der PKK geschrieben und anschließend meine Doktorarbeit, die einen breiteren Fokus hatte. Und für mich war es von Anfang an immer wichtig, Theorie mit Praxis zu verbinden. Und ich habe sehr viel von der kurdischen Frauenbewegung auch selbst gelernt und tue das auch weiterhin, wie sehr viele andere Menschen. Mein Fokus allgemein bezieht sich auf die Frauenbewegung in Kurdistan, aber auch in der Region und vor allem auch Widerstandskämpfe und Freiheitskämpfe, die sich auch versuchen, nicht staatlich zu organisieren. Also alternative demokratische Formen, die auch systemkritische Perspektiven darstellen können. Ja, und in diesem Zusammenhang hast du vor kurzem ein Buch herausgebracht, und zwar aktuell vor allem in englischer Sprache zur Verfügung steht, und zwar The Kurdish Women's Movement History, Theory and Practice. Das ist das Buch, was du rausgebracht hast, wo du vor allem noch mal vertiefter auf die Frauenbewegung eingehst, also sprich Gesellschaft, politisch und auch militärisch. Nun möchte ich dir natürlich das Wort überlassen. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon. Wie kam das zustande? Was ist der Inhalt? Und vor allem dann auch ganz wichtig, wie wird es angenommen? Auch deine Masterarbeit, was auch viele interessiert. Du erwähnst dann die Frauenbewegung, der PKK, und dann gehen wahrscheinlich bei ganz vielen erstmal so, wow, was ist das? Kann man das überhaupt, darf man das überhaupt und all diese Möglichkeiten? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen nochmal die Reaktion widerspiegeln. Ja, sehr gerne. Also das Buch ist im Juli erschienen und es ist jetzt noch auf Englisch und wird hoffentlich auch in anderen Sprachen erhältlich sein. Es basiert auf meiner Forschungsarbeit zur revolutionären kurdischen Frauenbewegung. Ich hatte, wie gesagt, mich auch zuvor mit dem Thema befasst. Und ich habe mich ungefähr ein Jahr lang zwischen Ende 2014 und Ende 2015 in verschiedenen Teilen Kurdistans aufgehalten und habe dort Interviews geführt und Beobachtungen gemacht. Und wie sich die meisten von uns auch erinnern werden, war das eine sehr intensive Phase. Es war der Höhepunkt des Kampfes gegen den sogenannten Islamischen Staat. Es war
der Höhepunkt und auch das Ende des Friedensprozesses in Nordkurdistan. Es war auch eine Zeit, in der sich sehr viele neue Menschen auch mit dem Thema befasst haben. Also sehr viele Menschen haben sich, die zuvor das, sich mit diesen Themen noch nicht auseinandergesetzt hatten, haben sich für die Entwicklungen in Kurdistan interessiert und engagiert. Und ich konnte in dieser Zeit nach Bakur, nach Bashur und nach Rojava reisen. Ich war auch in den Bergen Kurdistans, in Schengal und für 2 Wochen und in Mahmur und hatte die Ehre, auch sehr viele wichtige Momente mitzuerleben, wie die große Genealogiekonferenz in den Bergen oder den Gründungskongress des Freien Frauenkongresses Kongres Jinan Azad Keja und auch des esidischen Frauenrats in Schengal. Das war für mich eine besondere Ehre. Das war eines der wunderschönsten Momente meines Lebens, zu sehen, wie ein Jahr nach dem Völkermord in Schengal so eine Kraft, so eine Willenskraft aufgebaut wurde und wie sich Frauen dazu entschlossen haben, sich zu organisieren. Und ich muss mich natürlich hier bei allen Interviewpartnerinnen bedanken und auch die Organisationen in Kurdistan, zum Beispiel REPAK oder Kongresstar, die mir dabei geholfen haben. Und abgesehen von diesen Arbeiten vor Ort habe ich mich auch viel mit der Literatur der Bewegung selbst auseinandergesetzt. Das sind unter anderem die Gefängnisschriften von Abdullah Öcalan, aber auch Biografien, verschiedene Publikationen und Archive der Bewegung. Und wie ich in dem Buch auch erwähne, stammen viele meiner Aussagen und meiner politischen aus meiner politischen Beziehung zur kurdischen Freiheitsbewegung. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in einer politischen Familie, sogenannte Huelva Perez-Familie, und hatte seit meiner Kindheit auch einen Bezug da, zu dieser Bewegung. Und ich schreibe zwar nicht über meine persönliche Erfahrung, aber ich musste diesen Kontext auch mit einbringen am Anfang des Buches, denn wie du ja auch schon erwähnt hast, politische Themen sind immer sehr sensibel und das bedeutet nicht, dass man nicht wissenschaftlich arbeiten kann, nur weil man auch selbst eine Position einnimmt. Es war mir politisch sehr wichtig, dass denn sehr viele Menschen, unter anderem auch ich, finden, dass wissenschaftliche Arbeit in Zusammenhängen, die von Krieg, Genozid, Feminizid und Flucht geprägt sind, einfach nicht objektiv sein kann oder muss. Und natürlich war das sehr schwierig auch teilweise, denn es herrscht eine Kriminalisierungspolitik. Sogar akademische Arbeiten zur PKK werden kriminalisiert, stigmatisiert. Und das ist leider, hat damit was zu tun, was das auch in Deutschland, in Europa und so weiter, man leider keine akademische Freiheit hat, wenn es um die PKK geht. Und das Buch, nur noch ein paar Kommentare vielleicht zur Struktur. Sehr gerne. Das Buch ist aufgeteilt in 3 Teile, Hauptteile, Geschichte, Theorie und Praxis. Und es geht nicht nur um die kurdische Frauenbewegung, sondern auch um den breiteren Freiheitskampf in Kurdistan gegen Gewalt und Unterdrückung, aber auch für den Aufbau des demokratischen Konfederalismus. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, diese Kämpfe zu kontextualisieren und die Ideologie, die dahinter steckt, die Politik, die dahinter steckt, auch soweit es geht auszuführen und auch auf die Schwierigkeiten einzugehen. Denn in den letzten 7, 8 Jahren zum Beispiel sind sehr viele Darstellungen entstanden, die den Kampf kurdischer Frauen fetischisieren, ohne den politischen Inhalt dieser Kämpfe wiederzuspiegeln. Und ich habe auch versucht, Bezüge zu anderen Frauenkämpfen und feministischen Widerständen in anderen Teilen der Welt zu nehmen. Es war mir sehr wichtig, auch darauf hinzuweisen, denn in den letzten Jahren sind sehr viele neue Frauenkämpfe auch entstanden und Begriffe wie Feminismus sind teilweise auch ziemlich Mainstream geworden in vielen Orten. Und das ist einerseits natürlich ein Ausdruck des Erfolgs. Man sieht, dass Frauenkämpfe immer stärker werden, aber es kann auch sein, dass systemkritische Bewegungen vereinnahmt werden, entpolitisiert werden, passiv werden und somit keine Bedrohung mehr darstellen. Ich wollte deswegen auch ganz am Ende des Buches, wo ich vor allem auch auf die vielen Angriffe auf die kurdische Frauenbewegung und Freiheitsbewegung allgemein eingehe, auch eine Kritik des Liberalfeminismus und seiner Nähe zur Macht und zum Staat ausüben. Ein Beispiel dafür ist natürlich die sogenannte feministische Außenpolitik der neuen Bundesregierung. Und wir sehen, dass sie überhaupt kein Problem damit hat, mit patriarchalen und faschistischen Regimes wie dem türkischen Staat zusammenarbeiten, die sich natürlich aktiv gegen Frauenbefreiung stellen. Und ja, natürlich noch als allerletzten Punkt möchte ich erwähnen, dass diese Bewegung ja selbst auch einen Anspruch hat, Kritik an den dominanten Formen der Geschichtsschreibung und der Sozialwissenschaften auszuüben.
Von daher muss ich auch betonen, dass für mich die Arbeiten der Genealogie auch eine sehr große Quelle waren. Es ist natürlich sehr schwer, eine so große, reiche und jahrzehntealte Bewegung, diese Geschichte mit all ihren Seiten gut darzustellen. Es ist unmöglich, einem Freiheitskampf gerecht zu werden in der Literatur, denn das sind Sachen, die gelebt, gefühlt werden. Aber ich habe mir Mühe gegeben, einen Einblick zu schaffen. Und wenn sich einige Leserinnen dazu animiert fühlen, sich direkt konkret mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann wird mich das natürlich sehr glücklich machen. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung in dein Buch und vor allem auch nochmal die Punkte, die du erwähnt hast. Auf der einen Seite, was du ganz, ganz wichtig, was gesagt wurde, die Kriminalisierung akademischer Ausarbeitungen. Wir erinnern uns an das Verbot des Verlags Mesopotamia. Da wurden ganz viele Schriften über die kurdische Freiheitsbewegung, über die Kultur, über die Sprache, all diese ganzen Thematiken wurden auf einen Schlag verboten. Das ist einmalig in der Geschichte, gerade vor allem auch außerhalb Kurdistans, dass gerade Deutschland sich da zum Helfer der türkischen Regierung macht und auch die Schriften von Abdullah Öcalan, die ja auch immer wieder vor allem Frieden und Geschwisterlichkeit ausrufen. All diese Thematiken sind natürlich sehr sensible Thematiken und vor allem auch eine Tatsache, was einfach hier nochmal genannt werden muss. Es ist nicht nur einfach irgendeine Bewegung. Diese Bewegung hat eine sehr, sehr starke, tiefgründige Haltung und auch Philosophie. Und das hast du ja auch gerade nochmal dargestellt. Also Feminismus auf der einen Seite. Und dann sagst du ja klar und deutlich, hier geht es nicht nur um Feminismus, sondern Genealogie, weil eben der Feminismus gerade in der sogenannten westlichen Welt ja irgendwie auch das Wort komplett missbraucht wurde für irgendwelche Sachen. Also wenn die Außenpolitik, die Außenministerin Deutschlands auf der einen Seite sagt, Feminismus, das ist jetzt meine Ausrichtung für die Außenpolitik, aber auf der anderen Seite sich darüber freut, wenn sie ihren Amtskollegen der Türkei trifft und sagt so, ey, alles super, alles gut, ich habe mich schon mega gefreut, ihn mal zu treffen. Also Widerspruch natürlich an sich, ne, wenn man daran denkt, dass die Istanbuler Konvention da damals dann auch aufgekündigt worden, also diese Themen. Also hier nochmal meine Frage auf die Sachen, die du, ich möchte gar nicht so lange darüber reden, aber dir nochmal die Möglichkeit geben. Einmal Şengal, das ist nochmal ganz wichtig, das hast du gerade gesagt, eine Frauenbewegung, die normalerweise, ja, sag ich mal, nach dem Völkermord sagen kann, hier, Schlussstrich, es ist vorbei, wir möchten nichts mehr mit dieser Menschheit zu tun haben, sie haben uns im Stich gelassen, aber trotz alledem, trotz der Tatsache, der Realität des Krieges und der Auseinandersetzung, der Ausbeutung, der Tötung, Versklavung, all diese ganzen Thematiken, krasser denn je, extremer denn je, radikaler denn je im Sinne des Friedens und Freiheit, sich dort organisiert. Und natürlich auch das Thema, wie nehmen andere diese Bewegung auf? Also in welchem Blick haben andere Frauenbewegungen auf diese Bewegung? Das sind sehr wichtige Anmerkungen und Fragen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, man muss wirklich feststellen, dass es gibt verschiedene Klassen, wenn es den Frauenkampf betrifft. Weil es gibt einerseits jetzt mittlerweile immer mehr Projekte, die teilweise von Staaten finanziert werden, von kapitalistischen Organisationen gesponsert werden und so weiter. Und das alles im Namen des Feminismus. Und und anderen Themen wie Entwicklung und so weiter. Das heißt aber nicht, dass alle Feminismen genau so operieren und die gleiche Funktion haben. Wir sehen das als Reaktion auf die verschiedenen Frauenkämpfe, feministischen Widerstände auf der ganzen Welt. Das kapitalistische System, Hand in Hand mit dem staatlichen System natürlich, immer mehr versucht, diese freiheitlichen Bewegungen für sich zu vereinnahmen und bestimmte Typen, also bestimmte Formen von Frauen als Modelle sozusagen uns vorzustellen und zu sagen, dass so ein Kampf für Geschlechterbefreiung könnt ihr führen. Also somit wird ein Limit gezeichnet, damit die Radikaleren
systemkritischen Frauenbewegungen, die wir auch überall auf der Welt miterleben. In Lateinamerika gab es in den letzten Jahren sehr große Proteste und auch sehr viele Kämpfe, die gewonnen wurden natürlich, was Abtreibung angeht und was Gewalt an Frauen angeht und so weiter, in Kurdistan, in anderen Orten der Welt. Es gab schon immer sehr radikale, systemkritische Frauenkämpfe, die auch gegen Kolonialismus, gegen staatliche Gewalt und so weiter sich gesetzt haben. Aber dem gegenüber wird ein Feminismus sozusagen, dem wird das gegengesetzt, und zwar um genau das zu stoppen, dass nämlich ein weiterer großer Systemwandel stattfinden kann. Denn wir sehen heute, dass die Frauenbewegung überall auf der Welt eine der stärksten und organisiertesten Kämpfe und Bewegungen auf der Welt ist und wirklich sehr viele internationale Solidaritätsnetzwerke auch aufgebaut hat. Und ich glaube, so müssen wir auch verstehen, wie halt zum Beispiel im Mainstream sozusagen, in dieser Welt, die kurdische Frauenbewegung entweder nicht ernst genommen wird, als terroristisch abgestempelt wird, als marginal betrachtet wird, als keine wirkliche Frauenbewegung, sondern einfach nur ein Teil als Dekoration für einen separatistischen Kampf und so weiter. Und das ist vor allem in Deutschland der Fall, habe ich das Gefühl. In anderen Sprachräumen wird da ganz anders damit umgegangen. In England zum Beispiel, ich bin seit Jahren jetzt schon in England, aber auch in anderen englischsprachigen Ländern war da viel mehr Kuriosität, viel mehr Interesse, denn die deutsche Politik hat natürlich auch schon seit sehr langer Zeit aktiv auch ideologische Kämpfe gegen verschiedene linke Strömungen geführt. In anderen Sprachräumen war das vielleicht ein bisschen anders oder ein anderer Kontext so. Und deswegen sehen wir, dass auch gleichzeitig sehr radikale, systemkritische Frauenbewegungen, Akademikerinnen, Organisationen, Bewegungen und so weiter sehr großes Interesse an der Frauenbewegung in Kurdistan haben. Zum Beispiel der Kampf der Frauen in Schengal ist so eine große Hoffnungsquelle für sehr viele Frauen in der Region und auf der ganzen Welt. Das System, was dort aufgebaut wird, die Kraft, mit der sich die Frauen organisieren und sagen, durch Organisation, durch gemeinsamen Kampf können wir uns befreien. Das sind wirklich, also die Frauenbewegung in Kurdistan hat durch Begriffe wie Selbstverteidigung, Autonomie und so weiter auch ein Vokabular beigetragen zu diesen globalen Frauenkämpfen. Also man darf sich nicht davon irritieren lassen, dass sehr viele Angriffe, so ideologische und akademische Angriffe auch stattfinden, denn es gibt eine ganze große alternative Welt der Wissensproduktion in Lateinamerika zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Orten der Welt, wo sehr großes Interesse gezeigt wird und wo das Vokabular einfach ganz anders ist, wo man nicht sich nur an den Politiken der Staaten, die sowieso mit dem türkischen Staat zum Beispiel zusammenarbeiten, sich nach ihnen richten und dementsprechend Wissen produzieren und Medien produzieren und so weiter. Mhm. Aber in jedem Fall kann man sagen, diese Bewegung kann man einfach nicht mehr ignorieren. Und wir sehen natürlich, dass sehr oft es Filme oder Dokumentationen oder sogar Fernsehprogramme gibt, in denen kurdische Frauen nur als Kämpferinnen dargestellt werden. Natürlich sind Kämpferinnen ein sehr großer Bestandteil dieser Bewegung, aber sie werden nur als kämpfende Frauen, fast wie Männer, einfach nur sehr maskulin dargestellt, als ginge es ihnen nur darum, Menschen zu töten und sie sind so aggressiv und so, obwohl die Ästhetik der kurdischen Frauenbewegung eigentlich ganz anders ist und auch nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer in der kurdischen Freiheitsbewegung haben andere Ideale, die nicht diesem Hollywood-Image entsprechen. Aber das sind auch alles bewusste Angriffe. Ich glaube, so muss man das auch verstehen. Die Tatsache, dass diese ganzen ideologischen Ansätze, die Kapitalismuskritik, die Staatskritik und alle anderen ideologischen, politischen Inhalte sozusagen gelöscht werden in diesen kulturellen Darstellungen, in diesen Filmen und so weiter, in Büchern, die geschrieben werden. Das ist auch eine Form des speziellen Kriegs oder Special Warfare, wie sie sagen. Mhm. Und das muss man, glaube ich, auch vor allem Leute, die über diese Themen sich auch näher zu diesen Themen schreiben wollen, sollten sich auch damit auseinandersetzen, dass eine bestimmte Entpolitisierung auch stattfindet, die ziemlich bewusst und ideologisch motiviert ist.
ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das erlebt man vor allem auch, wenn man politisch gerade in diesem Bereich aktiv ist, dass bewusst und systematisch gewisse Dinge relativiert werden, klein dargestellt werden und man das Ganze immer auf einen gewissen Punkt reduzieren möchte. Und dann, wenn es dann um Forderungen geht, sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und das sieht man immer wieder oder das erlebt man immer wieder, gerade beim Thema Kampf der Jesidinnen und Jesiden, Kampf der Kurdinnen und Kurden, dass da bewusst gewisse Themen rausgenommen werden, für sich vermarktet werden und der Rest, bitte lasst uns dann, beziehungsweise die Gefahr, dass zum Beispiel der Kapitalismus dadurch angegriffen wird, natürlich, ist auch ein wichtiger Aspekt. Nun nochmal zu deinem Buch. Es ist käuflich erhältlich im Internet. Man muss einfach nur danach googeln. Man hat die Möglichkeiten, über gewisse Portale das Buch zu erwerben. Es gibt die Gedanken, auch das Buch irgendwann mal dann auch zu übersetzen ins Deutsche, vielleicht auch in andere Sprachen. Erstmal an dieser Stelle einen großen Dank dafür, dass wir die Möglichkeit hatten, das hier zu präsentieren. Und natürlich die Interesse haben, können es nachgoogeln, können sich das natürlich entsprechend bestellen und auch damit arbeiten. Es ist eine wirklich sehr wichtige historische und wissenschaftliche Ausarbeitung. Und wie du schon sagtest, nicht nur der kurdischen Frauenbewegung an sich, sondern Frauenbewegung weltweit. Und für die Zuschauer und Zuschauer, die einfach sagen, ey, das Thema Schengal wurde auch angesprochen, die Frauenbewegung der jesidischen Gesellschaft, haben auch nochmal die Möglichkeit, da etwas nachzulesen. Ja, jetzt kommen wir, sehr gerne, jetzt kommen wir zu einem sehr traurigen Thema. Und zwar die Ermordung von Jina Amani, eine Kurdin aus Roshelat, aus Ostkurdistan. Sie wurde in Teheran festgenommen von der sogenannten Sitten- und Sittenpolizei. Sie wurde nach ihrer Festnahme so extrem gefoltert, dass sie an den Verletzungen dann erlag und überall in den Medien ist, was heißt überall, also in gewissen Medien wird darüber berichtet, vor allem in den sozialen Netzwerken. Und es gibt eine große Protestwelle, auch heute zum Beispiel sind ganz viele Menschen auch außerhalb Irans auf die Straße gegangen. Hier in Deutschland gab es ganz, ganz große Kundgebungen, die Frauen weltweit zeigen sich solidarisch. Es gab auf der einen Seite einen berechtigten Kritikpunkt, man hat das auch wieder relativiert, sie ist nur eine iranische Frau. Dabei muss man klar und deutlich sagen, sie ist nicht nur eine iranische Frau, sie ist vor allem Kurdin. Und auch die Tatsache, dass der iranische Staat bei der Geburt schon gezeigt hat, was dieser Staat für ein Staat ist. Also dass zum Beispiel ihre Eltern ihr den Namen Jina, also Leben, Jin, nicht geben durften. Und dann die Tatsache, dass dieser Staat, der erst ihren Namen verbietet, auch dazu führt, dass dieser Staat sie dann auch noch umbringt, weil sie angeblich etwas getan hat, was nicht dem Vorhaben oder den Vorstellungen, den menschenverachtenden Vorstellungen entspricht. Wie ist dort deine Einschätzung? Wie schätzt du die Protestwelle ein und gerade aus der Perspektive der vielen Frauenbewegung? Ja, danke. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und ich bin sehr froh, dass wir das heute ansprechen können. Natürlich möchte ich erstmal damit anfangen, die vielen Frauen in den letzten Tagen, die auf die Straße gegangen sind, diese Wut, die ich auch teile, zu begrüßen. Und trotz der vielen Gefahren sind so viele Menschen auf die Straßen gegangen. Denn die Art und Weise, wie so eine junge Frau aus dem Leben gerissen werden konnte, zeigt uns wirklich, dass der Freiheitskampf der Frauen ein ständiger Prozess ist. Und wie du ja auch schon erwähnt hast, ist, dass ein staatlicher Feminizid an Jina Amine, die eine kurdische Frau ist aus Roshelat. Und das ist zwar eine Tragödie, aber das ist auch kein einzigartiger Fall, sondern vielmehr eine Folge eines Systems, das auf patriarchaler Gewalt und Kontrolle gegenüber dem Körper und der Selbstbestimmung der Frau basiert. Und die Sittenpolizei ist eine Struktur, die sie ist zwar eine Struktur, aber sie basiert auf einer sehr tiefgehenden patriarchalen sexistischen Mentalität. Wir sehen oft, dass Frauenkörper, unter anderem auch die Haare von Frauen, zu einer Art Grenze, zu einer Front des Patriarchats werden können und des Staates natürlich.
Frauen werden gezwungen, sich zu verschleiern. Es gibt aber auch viele Beispiele in der Geschichte, wie Frauen aus politischen Gründen gezwungen wurden, ihre Tücher abzulegen. Also das zeigt, wie politisch wichtig es ist, immer die Körper der Frauen irgendwie zu kontrollieren. Und es hat in diesem Fall dazu geführt, also es zeigt auch, wie fragil dieses System ist, wenn sogar die Haare einer Frau ein Grund zu morden sind. Und natürlich muss man hier nochmal darauf hinweisen, dass sie nicht nur getötet wurde, weil sie eine Frau ist, sondern auch, sie ist eine kurdische Frau und der iranische Staat mit seiner Politik der Gewalt, der Assimilation, des Chauvinismus hat spezifische Taktiken und Strategien in Rojhelat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es sehr viele kurdische Frauen und Männer gibt, die aus politischen Gründen dort inhaftiert oder zum Tode verurteilt werden. Und wie du ja auch schon erwähnt hast, es gibt schon seit Tagen dort Proteste und auch innerhalb, also im Land und aber auch außerhalb. Und viele Frauen haben sich überall auf der Welt mit Jina solidarisiert und verlangen Gerechtigkeit. Und mit Gerechtigkeit meinen sie damit nicht nur unbedingt, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden sollen, sondern auch, dass man einen Sturz dieser Mentalität erwartet. Also es muss wirklich eine ganze Kultur sich verändern, damit solche Feminizide nicht mehr stattfinden können und normalisiert werden. Denn der Staat normalisiert diese Gewalt, denn der Staat übt sie selbst auch aus. Und viele Menschen in den Medien und in sozialen Medien haben auch schon kommentiert, dass es sehr bemerkenswert ist, dass der Slogan Jinjian Azadi in vielen Protesten auch gehört wird. Das ist natürlich ein Slogan der kurdischen Frauenbewegung. Also noch kann man die aktuelle Lage noch nicht sehr gut einschätzen. Das ist ja alles noch sehr neu und die Proteste halten an. Aber es ist abzuwarten, ob diese Proteste sich auch in eine konkrete Organisierung wandeln können. Natürlich gibt es jahrzehntelange Kämpfe von Frauen in der Region, auf die man sich beziehen kann. Der Slogan ist ein Beispiel dafür. Man muss schauen, ob das jetzt nur ein Protest wird oder ob das auch wirklich zu Solidarität und Zusammenarbeit vor Ort führen kann, die dann auch wirklich dazu führen kann, dass man politisch, strategisch agiert und damit ja Jinas Tod nicht umsonst gewesen ist. Ja. Offensichtlich sind die Protestwellen etwas anderes als sonst irgendwelche Protestwellen. Also man sieht schon, dass die Menschen wirklich sehr, sehr wütend sind über die Situation. Und wie du auch gesagt hast, es geht nicht nur um die Tatsache der Ermordung von Jina, sondern es geht darum, dass willkürlich dort einfach Menschen auf offener Straße mitgenommen werden. Also das ganze System wird dort natürlich auch in Frage gestellt. Und viele politische Organisationen, gerade auch kurdische politische Organisationen in Ostkurdistan, in Rojhelat, haben auch dazu aufgerufen, dass diese Proteste natürlich weitergehen müssen. Und es gibt, das muss man auch hier nochmal sagen, es gibt jetzt schon viele Tote, viele Verletzte, viele Verhaftungen. Das System versucht natürlich dagegen zu halten, weil sie ganz genau wissen, dass diese Protestwelle natürlich landesweit landesweit dazu führen kann, dass das System natürlich dadurch leiden wird oder beziehungsweise auch, dass Menschen sich noch mehr organisieren. Und es gibt auch die Menschen, die ursprünglich, sage ich mal, aus dem Iran stammen oder auch aus Ostkurdistan, also aus Rojhelat, die hier in Europa leben oder in Deutschland oder auch in den USA leben. Also die organisieren sich ja auch hier relativ schnell. Also das nimmt man wahr. Und wie du auch gesagt hast, man muss natürlich erstmal schauen, was passiert jetzt gerade und wie organisieren sie oder was ist die Absicht dahinter oder beziehungsweise wird der Staat so radikal zuschlagen, dass es dann auch im Keim erstickt, diese Protestwelle. Aber so wie es aussieht, sind die Menschen wirklich extrem wütend über die Situation und wollen jetzt nach so langer Unterdrückung, nach so langer systematischer Unterdrückung Freiheit. Genau. Ja, und ich denke, es ist auch hier sehr wichtig zu erwähnen, dass auch sehr viele Männer sich an diesen Protesten beteiligen. Denn man sieht hier wirklich, wie der Wille sehr vieler Menschen ausgedrückt wird in dieser Wut, dass das einfach nicht akzeptabel ist, dass so eine Form der Gewalt
normalisiert wird. Denn das wirkt sich auch auf die Gesellschaft allgemein aus. Wenn der Staat Feminizide ausübt, wie diesen, dann ist das auch ganz normal, wenn in der Gesellschaft Frauen, die Gewalt erfahren, keine Gerechtigkeit bekommen. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, wie die Dynamiken aussehen. Wie gesagt, wenn es um dieses Land geht, muss man sich immer vor Augen halten, dass auch andere Staaten Interesse haben, dass da eine Destabilisierung stattfindet. Aber ich denke, wenn Frauen eine treibende Kraft spielen können und auch wirklich über diese Welle hinaus, sagen wir mal, denn es gibt sehr oft so Wellen, aufstandsartige Wellen, die dann aber leider zu nichts führen. Und wie die Erfahrung der kurdischen Frauenbewegung zeigt, ist Organisiertheit und nicht temporäre Wut ein Mittel zum Kampf, der auch nachhaltig sein kann. Genau, also eine effektive und nachhaltige Organisierung und Protestwelle und nicht, dass es dann irgendwie verläuft, weil dann irgendwann dann auch die Emotionen wechseln, weil dann nur emotional gehandelt wurde. Ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass natürlich jetzt gerade in der Situation sich auch staatliche Strukturen melden. Ich habe vor kurzem einen Tweet von dem US-Präsidenten Joe Biden gelesen, der das irgendwie begrüßt, also total paradox, total doppelmoralisch. Er erkennt die Unterdrückung des kurdischen Volkes, der Jesidinnen und Jesiden durch den türkischen Staat, durch andere Staaten. Und jetzt auf einmal solidarisiert er sich oder schreibt dazu etwas, weil er natürlich gegen den Iran schießen möchte, sozusagen. Also, dass er das auch für sich ausnutzt, ist natürlich schon ein bisschen abartig, diese Situation. Aber da steht, glaube ich, die kurdische Frauenbewegung, die Freiheitsbewegung darüber und auch alle viele andere sehr demokratische, fortschrittliche Organisationen stehen darüber und wissen ganz genau, was dahinter steckt. Also die lassen sich dann auch nicht instrumentalisieren oder ausnutzen. Ja, bitte. Ja, das ist sehr wichtig, denn man versucht dort auf der eigenen Kraft aufzubauen und sich nicht auf Staaten, vor allem Staaten, die selber sehr nur ihre eigenen Interessen verfolgen, sich auf sie zu verlassen. Denn was die letzten Jahre uns gezeigt haben, ist wirklich das, dass die Frauenbewegung spezifisch, aber auch die alle möglichen freiheitlichen Bewegungen, auch der kurdische Freiheitskampf, dass es einfach sicherer ist, auf der eigenen Kraft aufzubauen, eigene Strukturen zu entwickeln, einen Wandel in der eigenen Mentalität, in der eigenen Kultur selbst zu initiieren, anstatt dass man auf irgendwelche Retter wartet, die sowieso nur ihre eigenen Interessen verfolgen, die dann im Namen der Demokratie, der Freiheit und allen möglichen Konzepten, die sie selber lehren oder selber deren Meinung, Bedeutung sie löschen sozusagen, dass sie im Namen dieser Werte ihre eigene Politik verfolgen. In dem Sinne ist, glaube ich, eine sehr große Lektion für viele Freiheitskämpfe und auch in diesem Kontext, dass man sich einfach überhaupt nicht auf andere Staaten, vor allem hegemoniale Mächte, nicht verlassen darf. Definitiv. Also hier ist auf jeden Fall Aufmerksamkeit und Wachsamkeit geboten, damit das nicht ausgenutzt wird. Um gerade auch weiterhin bei dem Thema zu bleiben, oder beziehungsweise das Thema zu erweitern. Wenn wir darüber sprechen, Kampf gegen die kurdische Freiheitsbewegung oder Kampf gegen das Vorhaben für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit, dann schweigen gerade Staaten wie die USA und auch die NATO und die Europäische Union bei den Angriffen, die dauerhaft ja stattfinden, auf Rojava, auf Schengal. Dauerhaft hört man von Bombardierungen, man hört, dass das türkische Militär ihre Kräfte dort verstärken an den Grenzen zu Rojava oder auch die Drohnenangriffe und alles, und gerade auch auf zivile Einrichtungen. Da schweigt die internationale Staatengemeinschaft, da schweigt die Europäische Union, da schweigt die NATO. Wie ist denn als Kennerin der Region, als Soziologin, als Politologin und natürlich auch als kurdische Frauenaktivistin, wie ist da deine Einschätzung und Bewertung gerade in dem Bereich? Also gerade, das heißt ja in den letzten Monaten vor allem immer wieder, im Schatten des sogenannten Ukraine-Krieges durch Russland bzw. durch Putin,
Aber es war ja auch davor so. Das hat ja nicht nur mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Auch vorher hat man dort die Ohren verschlossen, die Augen verschlossen, den Mund zugehalten, gerade bei dem Krieg, bei dem intensiven Krieg, der Einsatz von Chemiewaffen, also diese ganzen Thematiken, die wir auch ganz oft hier bei uns in der Sendung zur Sprache gebracht haben und auch immer wieder von den Gästinnen und Gästen auch klar und deutlich hier nochmal dargestellt wurden. Was da für ein abartiger, ekelhafter, unmenschlicher Krieg. Krieg ist immer unmenschlich natürlich, aber was da auch stattfindet in Kurdistan und was passiert? Nichts passiert von Seiten der sogenannten demokratischen Staaten. Ja, natürlich ist die Lage momentan sehr bedrohlich. Seit Jahren, vor allem nach dem Zerfall des sogenannten Friedensprozesses in Nordkurdistan, versucht die Türkei, ihre Interessen durch militärische Mittel zu lösen. Und das bedeutet natürlich die Zerstörung der Strukturen der kurdischen Freiheitsbewegung in den vielen Teilen. Das führte, wie du ja auch schon erwähnt hast, in den letzten Jahren zu Angriffen und Besatzungen in Rojava, aber auch in Bashur. Und die Türkei treibt momentan einen Krieg gegen Kurden in drei Ländern und oft mit Beihilfe islamistischer Gruppen. Das muss man auch immer wieder betonen. Und die Türkei hat auch in den letzten Jahren eine aktive Rolle in Konflikten wie in Libyen oder in Arzach gespielt. Und momentan herrscht regional ein sehr chaotischer Prozess. Viele Regierungen versuchen, neue Deals einzugehen und alte Konflikte in Vergessenheit geraten zu werden. Die Türkei versucht auch natürlich in diesem Fall auf allen Hochzeiten zu tanzen, indem man versucht, sowohl die NATO als auch Russland und dieses Camp, dass man auf der Seite von allen gleichzeitig sein kann. Und es wird allgemein ein Normalisierungsprozess in der Region initiiert. Es finden ständig Drohnenangriffe statt in Shingal, in Mahmud, in Rojava, und sehr viele Zivilisten sind dabei auch umgekommen. Und immer wieder, wenn die Türkei in die Ecke getrieben wird, reagiert sie militärisch. Aber man muss auch sagen, dass überall auch Widerstand stattfindet. Und es ist sehr wichtig zu erwähnen, wie vor allem, also weil wir heute auch über Frauenstrukturen sprechen, wie diese diesen Krieg auch verstehen. Und zwar sprechen organisierte Frauen in Kurdistan von einem Kriegs- und Besatzungskonzept, was auf Völkermord und auf Feminizid, also Genozid und Feminizid beruht. Das liegt daran, dass in der Türkei, also es gab natürlich sehr viele Proteste in den letzten Jahren gegen diese ganzen Kriege in Rojava, in Bashur und so weiter, aber auch spezifische Dinge, die passiert sind in diesem Fall, zum Beispiel die Ermordung von Denis Poydas in einem Gebäude der Demokratischen Partei der Völker, HDP, durch einen Faschisten, der sich anscheinend zuvor in den türkisch besetzten Gebieten in Syrien angehalten hat. Der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention, die Tatsache, dass sehr viele dieser Drohnenangriffe spezifisch Frauenstrukturen angegriffen haben und es mehrfach auch dreifache Feminizide gab. In 2013 natürlich der Mord an Sakine Janssiz, Fidan Doğan, Leyla Şaylemez. 2016 sind nochmal drei Frauen getötet worden in Silopi von der Frauenbewegung in Bakur. Und vor zwei Jahren gab es einen Drohnenangriff, in dem wieder drei Frauenaktivistinnen in Kobani gestorben sind. Und jetzt vor kurzem nochmal ein Drohnen. Also es gab immer wieder diese Dreifach-Feminizide, Vierfach-Feminizide. Und das hat dazu geführt, dass die kurdische Frauenbewegung diese Angriffe auch spezifisch als einen feminizidalen Krieg versteht. Es haben sich sehr viele kurdische und regionale Frauenaktivistinnen, Organisationen zusammengeschlossen, um diese Angriffe auch zu protestieren, die in Bashur zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit der KDP passieren. In Shingal haben jesidische Frauen in den letzten Jahren sehr oft protestiert, haben sich gemeinsam organisiert gegen die türkischen Luftangriffe, und sie bezeichnen sie in ihren Statements oft als eine Fortsetzung des Genozids von 2014. Also dass das, was Daesh erreichen wollte, versucht der türkische Staat heute weiterzumachen. Das sind die Worte, die oft in diesem Statement benutzt werden in Shingal. Im Flüchtlingslager Mahmud haben Frauen ähnliche Vergleiche gestellt, und sie verurteilen die Vereinten Nationen zum Beispiel, dass sie nichts sagen über diese Drohnenangriffe auf ein Flüchtlingslager. Also es ist sehr, sehr krass zu sehen, wie
wenig darüber berichtet wird, wie viel Krieg die Türkei eigentlich. Also natürlich hat die Türkei auch in den letzten Jahren viel Geld von der Europäischen Union bekommen, was die sogenannte Flüchtlingskrise angeht. Also der Türkei wird Geld gegeben, um diese sogenannte Krise, die ja durch diese Kriegspolitik entstanden ist, zu bewältigen, damit bloß keine Flüchtlinge mehr nach Europa kommen. Dabei ist es die Türkei unter anderem natürlich und andere Staaten, die diese Kriege überhaupt verursachen. Das sind die eigentlichen Fluchtursachen so. Und diese Kriege sind auch nur möglich, weil andere Staaten, zum Beispiel die Bundesregierung, vom Waffenhandel profitieren und aktiv ein Auge zudrücken. Also es ist sehr wichtig, dass Menschen und Organisationen, die sich gegen Krieg einsetzen, sich auch gegen alle Kriege einsetzen und nicht nur selektiv handeln und sehen, dass es vielleicht sogar viel mutiger ist in einer Zeit, in der es ziemlich einfach ist, zum Beispiel die Kriege von seinem Feind zum Beispiel zu boykottieren und zu sagen, ich bin gegen diesen Krieg. Aber es braucht vielleicht viel mehr Mut, sich gegen die eigene Regierung zu stellen und zu sagen, meine Regierung macht sich mitschuldig an diesen Kriegsverbrechen und ich sage nicht in meinem Namen. Und ich hoffe, dass es so eine Antikriegspolitik auch innerhalb sozialer Bewegungen in Europa zum Beispiel, in den ganzen Ländern, die von diesen Kriegen profitieren, dass auch diese Sachen miteinander verbunden werden. Denn das ist eine Sache, die kurdische Frauenbewegungen in Rojava und so weiter auch sagen, ist, dass der Frauenkampf dort, also dass der Erfolg des Freiheitskampfes vor Ort mit den Kämpfen von anderen Menschen aus der anderen Welt, in anderen Teilen der Welt zusammenhängt. Also man kann nicht erwarten, dass es kann auch das wunderschönste, utopischste, wunderbarste System irgendwo aufgebaut werden. Aber wenn es ständiger Besatzung und Krieg und Konflikt ausgesetzt wird und die Menschen, die diese Systeme aufbauen wollen, ständig sterben und Drohnenangriffen ausgesetzt sind, dann kann diese Alternative vielleicht gar nicht überleben. Und da kommt eben die Verantwortung von Internationalismus und Solidarität ins Spiel, dass es sehr wichtig ist. Und ich denke, das sehen wir auch heute sehr aktiv, dass auf der ganzen Welt sich Frauen und soziale Bewegungen wirklich viel mehr dafür einsetzen, gegen diese Kriegspolitik zu protestieren und sagen, unsere Kämpfe sind nicht voneinander zu trennen. Vor allem in Zeiten des Klimawandels, wo man sieht, dass Krieg eines der größten Verursacher von Klimawandel auch ist. Ja, doch, das ist auch die Wahrnehmung, die ich habe, dass sich wirklich in den letzten Jahren, auch wenn es noch nicht reicht, aber dass sich sehr viele internationale Organisationen, Verbände, Parteien sich organisieren und solidarisch sind, aber nicht nur solidarisch im Sinne von, wir gehen mal auf eine Demo, sondern wirklich auch die Verteidigung von Rojava fordern, dass viele Menschen auch vor Ort die Infrastruktur mit aufbauen, internationale Organisationen, dass viele Menschen runtergehen, also sprich nach Rojava oder Schengen lernen möchten von der Bewegung und sich beeindrucken lassen möchten. Und die Solidarität ist wirklich, hat sich in den letzten Jahren extrem vergrößert. Und das ist ein wichtiger Aspekt, um auch dann nachhaltig und auch effektiv für Rojava einzustehen. Und die Bewegung Rojava oder Schengal rufen ja auch immer wieder dazu auf und sagen auch klar und deutlich, diese Revolution ist nicht nur unsere Revolution. Wenn, jetzt einfach mal wirklich gesprochen, wenn Rojava scheitert, dann scheitert die ganze demokratische Bewegung, die ganze linke Bewegung der Welt. Und hier geht es nicht nur um das kurdische Volk oder die jüdische Glaubensgemeinschaft, sondern hier geht es um viel, viel mehr, was verteidigt und geschützt werden muss. Und vor allem ein wichtiger Aspekt, wenn die Menschen vor Ort auch kämpfen, also einmal politisch, gesellschaftlich, aber auch militärisch, dann ist es auch für die gesamte Menschheit, denn der Islamische Staat, auch ein wichtiger Punkt, der nochmal genannt werden muss, das Geflüchtetencamp Hol zum Beispiel in der Nähe von Hasaki, die Brutstätte des sogenannten Neuen oder die Reorganisierung des Islamischen Staates, die Gefahr, die dadurch entsteht, wenn die Türkei, also das NATO-Mitglied Türkei,
die Region angreift, dass diese islamistischen, dschihadistischen Gruppen sich immer wieder beflügelt fühlen, motiviert fühlen, auch die Region zu terrorisieren, die Jesiden anzugreifen, die Fortführung des Genozids. All diese Punkte sind internationale Probleme, also die müssen auch international noch gelöst werden. Das ist nicht das, nicht die Kurden müssen für die ganze Welt dort gerade stehen oder die Selbstverwaltung in der Region. Das sind auch nochmal sehr, sehr wichtige Aspekte. Der Islamische Staat, das nochmal kurz zu erwähnen, ich habe gerade heute gelesen, es gab hier einen Anhänger des Islamischen Staates hier in Deutschland, der sogar ein Attentat geplant hat. Das ist ganz aktuell, terrorverdächtiger Jugendlicher in Iserlohn festgenommen, weil er halt auch einen Anschlag geplant hat. Also das heißt, allgegenwärtig, also das Thema ist nicht vorüber. Ja, auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr große Gefahr, die weiterhin besteht, und das sagen auch Vertreterinnen der Strukturen vor Ort, der politischen Strukturen vor Ort, aber auch der militärischen Strukturen, dass das auch eine Mentalität ist, die nicht einfach militärisch bekämpft werden kann. Der sogenannte Islamische Staat ist nicht vom Himmel gefallen. Da stecken Organisationen, da stecken Mentalitäten, Ideologien dahinter. Das ist eine Struktur gewesen, die darauf basiert, die gesamte Gesellschaft in der Region zu zerstören und ein bestimmtes Modell aufzubauen. Also das ist eine Art des Faschismus. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wie es dazu kommen konnte, dass so viele Menschen auch zum Beispiel aus Europa sich dieser Bewegung oder Organisation, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, angeschlossen haben. Also was für Gedanken führen dazu? Und es wird immer wieder Anschläge geben, Angriffe geben, es wird immer wieder Tote geben in Deutschland und überall auf der Welt, solange diese Systeme nicht gemeinsam bekämpft werden. Es kann nicht sein, dass man ein Auge zudrückt, wenn die Türkei in Nordsyrien islamistische Krieger nutzt, die aus Al-Qaida oder aus dem Islamischen Staat stammen, Kriegsverbrechen begehen, die dann niemand wirklich thematisieren möchte. Es überhaupt keinen Einsatz momentan gibt, wirklich einen seriösen, ernst gemeinten Einsatz, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die Türkei für diese Kriegsverbrechen auch zur Rechenschaft zu ziehen. Es kann nicht sein, dass ein NATO-Mitglied, also das ist nicht überraschend, aber das passiert momentan, das müssen sich Menschen in Europa zum Beispiel auch wirklich vor Augen halten. Das ist nicht nur die Türkei, die das tut. Die Türkei kann das machen, weil das von westlichen Staaten toleriert wird. Also westliche Staaten arbeiten de facto mit islamistischen Gruppen zusammen. Also das ist eine Allianz, und so deswegen ist das auch nicht überraschend, wenn diese Situation in Hol und anderswo weiterhin besteht. Die kurdische Bewegung hat immer wieder ausgeführt, dass es hierbei wirklich nicht nur um einen militärischen Kampf geht, aber das muss wirklich politisch gelöst werden. Und ich habe auch selbst, das muss ich auch hier anmerken, gerne, nicht so viel Hoffnung, dass diese internationalen Prozesse, die jetzt eingeleitet werden gegen individuelle IS-Anhänger, wirklich etwas bringen werden. Denn es ist sehr einfach, individuelle Menschen vor Gericht zu ziehen, und das ist auch sehr wichtig. Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, aber man muss auch viel, viel größere Fragen stellen. Wie konnte es zu dieser Organisation kommen? Welche Staaten, welche Parteien, welche Faktoren haben eine Rolle gespielt? Und wie können wir so eine Form des Gerechtigkeitsprozesses sozusagen entwickeln, die wirklich das ernst meint, wenn man sagt, nie wieder Krieg, nie wieder Genozid. Und ich denke, die Bundesregierung hat da eigene Interessen, die Türkei hat eigene Interessen, die US hat eigene Interessen. Man kann vor allem als Frau nicht erwarten, dass von diesen staatlich angeführten Prozessen wirklich eine freiheitliche und gerechte Lösung zustande kommen wird. Man muss wirklich das ganze System, was dazu geführt hat und dazu führt, dass heute noch ähnliche Organisationen wie der Islamische Staat durch die Türkei, durch Saudi-Arabien, durch die Politik von westlichen Staaten in der Region zum Beispiel, dass wenn es heute immer neue Strukturen gibt, die wie der IS sind, oder morgen ist vielleicht noch Gewalt breitere oder noch brutalere Organisationen geben wird,
dann liegt es nicht nur an den Individuen, die sich radikalisiert haben, es liegt auch daran, dass es ein ganzes System gibt, eine ganze Ökonomie gibt, die das zulässt. Und deswegen denke ich, dass leider wie immer die Völker in der Region nur auf die eigene Kraft und Selbstverteidigung trauen können. Diese Prozesse sind sehr wichtig, Gerechtigkeitskämpfe sind sehr wichtig, aber sie dürfen sich nicht auf diese legalen Strukturen nur basieren und sie müssen wirklich viel systemkritischer werden. Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Man möchte es nicht wahrnehmen, aber wir sind schon am Ende unserer heutigen Sendung. So schnell vergeht die Zeit. Ich möchte dir noch ganz kurz die Möglichkeit geben, das letzte Wort sozusagen hier für die Sendung zur Sprache zu bringen. Vielen Dank. Es war mir wirklich eine Ehre, bei Chida TV dabei zu sein und mit dir dieses Gespräch führen zu können. Ich möchte hier nochmal dir danken, natürlich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, auch über das Buch zu sprechen. Aber ich möchte einfach das letzte Wort dafür nutzen, alle kämpfenden Frauen auf der Welt, vor allem kämpfende Frauen in Schengal, in Afrin, in allen besetzten Gebieten, in der Region, momentan in Rochelat natürlich, aber Frauen aller Völker, aller Glaubensrichtungen zu begrüßen und ihre Kämpfe, dass ich hoffe, dass alle Bücher, die wir schreiben, alle Lieder, die wir singen, alle Tänze, die wir tanzen, uns zusammenführen und diese Freiheitsbewegungen stärken und somit auch Hoffnung auf eine freiere Welt erwecken können. Und ich schulde allen meinen Gedanken, allen meinen Hoffnungen wirklich diesen Frauenbewegungen, und das ist der Fall für sehr viele andere Menschen. Und ich denke, wie in der kurdischen Frauenbewegung immer gesagt wird, das 21. Jahrhundert sollte das die Ära der Frauenrevolution werden, aber das muss natürlich organisiert werden. Und ich bedanke mich nochmal. Vielen Dank für das schöne Schlusswort, gerade in diesen Zeiten. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dr. Dilla Dirik. Das Buch ist im Internet erhältlich. Bestellt euch das Buch, wenn ihr noch mehr wissen möchtet über die Frauenbewegung in Kurdistan. Eine Feldforschung direkt vor Ort in Rojava, Schengal und Mahmur und auch anderen Gebieten ist dort verschriftlicht. Aktuell in Englisch, aber auch wahrscheinlich irgendwann auch auf Deutsch erhältlich. Und auch weitere Verschriftlichungen, weitere Artikel von Dilla Dirik sind im Internet zu finden zu dieser Thematik. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch bedanken, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei einer Sendung, bei der wir euch informieren möchten über aktuelle Gegebenheiten, aber nicht nur über aktuelle Gegebenheiten, sondern auch die Tatsachen der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und in diesem Sinne bleibt voller Liebe und Menschlichkeit, voller Kraft und weiterhin viel Erfolg. In diesem Sinne, Evar Baş.